Sie widmen Wladimir Putin in Ihrem Buch ein sehr energisches Kapitel. Wie verstehen Sie diesen Mann? Wo will der hin? Was ist sein Ziel? Ich glaube, er möchte die Größe Russlands wiederherstellen. Und das definiert er hauptsächlich darüber, wie er die Nachbarstaaten beeinflussen, einschüchtern kann. Eine altmodische Form der Führung zusammen mit der Vergangenheit der russischen Dominanz wird ins 21. Jahrhundert überführt. Und das muss zurückgewiesen werden, nachdrücklich und nachhaltig, zunächst von den Europäern mit Unterstützung der USA. Also erst Europa? Ja. Von hinten führen, wie Obama? Nein, denn die Bedrohung ist nicht gegen uns.